Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars. Ich hoffe, ich kriege jetzt mal das Server laut. Boah, das ging schnell. Wir machen weiter auf Belsavis. Da komme ich nicht durch. Und zwar haben wir letzte Folge jede Menge Gegner besiegt. Jetzt besiegen wir weitere Gegner im nächsten Gebiet. Dafür erstmal wieder jetzt zum Porter gegangen und den dann in das andere Gebiet genommen, was ja dann noch angezeichnet war. Das Gute ist, es kostet auch nichts. Hä? Was soll ich denn da noch machen? Wir gehen auf jeden Fall dahin. Ich weiß nicht, was ich da noch machen soll. Vor allem ist da ja nichts mehr. Wir haben ja da alles bemacht. Entweder ein Bug oder irgendwas Komisches. Ich weiß es nicht. So, da scheint auch schon die Phasen dann auch wieder unbeschriftet. Ich weiß echt nicht, woran das liegt, dass die Phasen irgendwie in der Zeit immer unbeschriftet sind. Reden wir deshalb, wenn wir kämpfen, über ein kleines Thema, was mich jetzt ein bisschen nervt. Und zwar auf YouTube gibt es mittlerweile solche Spammer, die irgendwie ständig in die Kommentare rein spammen, ob man YouTube-Freunde sein will. Auf dem Channel ist aber so gesehen überhaupt nichts drauf von dem. Es ist eher so, dass es ein Fake-Channel ist. Und zwar von irgendeinem Musikkanal, glaube ich. Der Channel heißt nämlich Traptown NCS. Also Traptown No Copyright Sound. Channel ist überhaupt nichts drauf, außer eine Menge Verlinkungen zum Original-Channel. Und mich beschleicht das Gefühl, dass die Abos da gekauft wurden. Und außerdem sieht man das auch schon, wenn man auf den Community-Tab klickt. Da gibt es viele Leute, die sich über solche Spam-Kommentare beschweren. Am besten ist wirklich, ignoriert den Quatsch einfach und blockiert solche Leute auch einfach, weil die wollen sowieso nichts mit euch zu tun haben, die wollen einfach bloß was verkaufen an euch. Eventuell drehen die euch dann nachher irgendeinen Blödsinn an und dann ist das doof. Von daher ignoriert sowas einfach, blockiert es, löscht es, meldet es am besten auch. Ich habe den Channel auch gemeldet entsprechend, weil mir sowas einfach auf den Sack geht. Und auch blockiert. Ja. Und auch die entsprechenden Wörter, die in den Kommentaren stehen, die könnt ihr auch nehmen und einfach mal kopieren, dass sie sich einfach neue Channels machen. Einfach, ihr habt auf eurem Channel gibt es so eine Art Blacklist. Ich weiß nicht genau, wo die im neuen Studio ist, aber auf dem alten ist die ja bei Community und dann Community-Einstellungen. Und da gibt es unten so eine Blacklist, dort einfach die Wörter, die in den Kommentaren stehen, eintragen. Natürlich jetzt nicht alle Wörter einzeln, weil sonst blockiert der sämtliches. Aber so kleine, in so einzelne Abschnitte verteilen, was halt kein normaler User schreiben würde. Dann wird sowas mehr blockiert. Das habe ich zum Beispiel auch bei diesen komischen Single-Anfragen, die da halbwegs auch kommen. Damals gemacht und da, seitdem ich das gemacht habe, kam keine einzige mehr. Weil sie wahrscheinlich von YouTube alle blockiert wurden. Automatisch. Oder der Quatsch wird automatisch schon direkt erkannt und entsprechend gelöscht. Bei YouTube hatte es ja damals dann auch ursprünglich schon als Spam erkannt und entsprechend ausgeblendet. Oder halt in den Spam-Ordner getan, dass man halt sehen konnte, dass der Kommentar möglicherweise nur Müll ist. Wo ich immer noch sagen muss, dass die Spam-Funktion von YouTube nicht so ganz funktioniert. Denn manchmal werden auch so Sachen wie Good Video oder gutes Video oder sowas auch in den Spam-Ordner getan. Was da ein bisschen blöd ist. Und das Problem ist, man wird da auch leider nicht für benachrichtigt, wenn dann da was drin landet. Und dann gibt es noch Kommentare, die verschwinden einfach spurlos. Ohne dass ich irgendwo Nachrichten gekriegt habe, ohne dass es irgendwo angezeigt wird. Ohne dass ich ihn wieder herstellen kann. Und dann gibt es immer Leute, die sich fragen, wo ist denn mein Kommentar hin? Dann kann ich nur sagen, ja, das weiß ich auch nicht. Der ist weg. Ich weiß nicht, was YouTube da manchmal für eine Scheiße macht. Das ist einfach irgendwie verbuggt, diese Plattform. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in dem neuen Studio besser ist, weil die Kommentare wären, was da irgendwie gelöscht wird und nicht gelöscht wird. Das hat ja nichts mit dem Studio zu tun. Ja, mit dem, wie halt der YouTube-Filter das entsprechend macht. Ja gut, wenn ihr da irgendwelche komischen Sachen reinschreibt, dann ist es klar, dass YouTube das löscht, aber... Da müsst ihr halt so ein bisschen aufpassen. Weil wenn euer Kommentar plötzlich weg ist und unbeantwortet war und sowas und ihr nichts Sinnfreies geschrieben habt oder ihr nichts irgendwie Beleidigendes oder so, dann war das höchstwahrscheinlich der YouTube-Spam-Filter, der das einfach rausgenommen hat und das einfach spurlos weggeschmissen hat.
Dann landet es wirklich nur noch in meinen Benachrichtigungen. So, jetzt machen wir erstmal das hier und dann machen wir weiter. Tim's hier. Ich habe mich um Darth Ackages Attentäter gekümmert. Habt ihr eure Aufgabe erfüllt? Also ja und nein. Ich habe einen Weg ins Tiefgefängnis gefunden, aber es gab Probleme. Und bedauerlicherweise ist der Weg hinter mir eingestürzt. Das nenne ich Pech. Ihr müsst einen anderen Weg auf diese Ebene finden. Ihr seid erbärmlich. Kein Problem. Wo werdet ihr sein? Sagt mir, wo ich euch finde. Wie umsichtig von euch. Ihr wollt sicher gehen, dass wir uns wiederfinden. Ich schicke euch die Koordinaten für unseren Treffpunkt. Von dort aus ist es nicht mehr weit zu Darth Ackages Zelle. Viel Glück, Sith. Ich hoffe, ihr schafft es. Ohne euch hätte ich keine Chance. Dass ein Jedi sich von einem Sith helfen lässt? Na ja, gut. Okay, Angriffskreis. Jetzt ist es egal. Ich muss gucken, wie das aussieht. Nee, mein aktuelles gefällt besser. Ich finde das mit dem Umhang so geil. Ich will den Umhang gerne behalten. Der ist einfach geil. Der ist schick. Ach, natürlich. Wir machen was anderes. Dann nehme ich direkt hier den Porter wieder zurück und porte mich dann da direkt in das Gebiet. Dann sparen wir uns den Weg. Denn jetzt da nochmal hinrennen, da habe ich jetzt nämlich echt keinen Bock drauf. Noch besser sind wir schon genug gerannt. Unnötigerweise. Wie sagen wir, so viel gefällt haben wir hier gar nicht mit irgendwelchen Mauern oder so. Eigentlich gar nicht. Sollen wir noch schnell den Kristall da hinten ein? Natürlich jetzt nicht in den Raketenschub gehen, weil sonst ist es mich gleich weg. So, hier darf ich da rein. Ich darf hier nur nicht in Phasen rein. Oh, direkt ganz hinten hin. Einmal durch, bitte. Ich sehe nichts. Ja, geh weg. Endlich. So, wenn ihr euch jetzt fragt, warum ich gerade gegen die Wand gelaufen bin, weil ich schon Autolaufen aktiviert hatte. Weg. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir jetzt hin müssen. Geh da hinten hin. So, das hier ist so ein Lava-Gebiet. Und anscheinend kann ich euch das doch nicht mehr zeigen, was ich euch zeigen wollte. Ja gut, dann ist es egal. Ich habe es auch, wie gesagt, schon in vielen anderen Videos gezeigt, von daher, das brauche ich jetzt hier nicht unbedingt nochmal extra hinfahren. Am besten einfach die entsprechenden Videos suchen und anschauen. Boah, was leckt denn hier so? Die FPS waren gerade auf 5. Ich habe hier unten ja die Zahl hier stehen. Dies könnt ihr nicht sehen, aber ich kann die sehen. So, aber es scheint so, als ob wir bald mit Belsavis fertig sind, denn hiernach kommt eigentlich auch nicht mehr viel. Das heißt, die machen jetzt hier noch irgendeine total nervige Quest hier mit rein. Und das sieht bisher nicht so aus. Ne, ist auch nicht so groß der Bereich. Und hier war wieder keine Beschriftung. Das untere Gewölbe. Dieses Datenblatt leuchtet schwach und aktiviert sich flackernd, als ihr es aufhebt. Ja, kommt da jetzt noch was? Wir versuchen sie abzufangen, aber wir müssen sofort beginnen. Dafür Cushions Zeltlock 77Z. Lord Medicus ist bereits dort. Wenn ich überlebe, stoße ich zu euch. Ich tue einfach so, als wärt ihr glücklich, mich zu sehen. Viel Erfolg. Sollte das so sein, dass da jetzt kein Ton war? Der Ton ist an. Also daran kann es nicht liegen. Die Frage ist, gibt es hier eine Bonusquest? Sonst gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Technisch gesehen sind es mehrere, aber... Jetzt hier führt ihr auf die Schnelle einen Weg. Nur. Keine Einwegflasche, sondern einen Weg. Okay, der Ton ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade ein Bug war oder ob das so sein sollte. So, hier weiß ich wieder nicht, wie großzügig das Spiel ist mit der Platzierung. Deswegen besiege ich die hinten vorne gleich mit. Boah, was denkt denn das hier so? 4 FPS. Fuck, ich wollte dich noch anspringen. Das letzte Attacke. Den Grünen lasse ich aber stehen, auf den habe ich nämlich keinen Bock. Vielleicht ist es nur 12 sind. Ich werde ja, denke mal, die haben hoffentlich noch ein paar Gegner unten platziert. Weil das sind ja immer so 1-2 Gegner mehr. Da hoffe ich jetzt mal nicht, dass der Goldene da jetzt wirklich entscheidend ist. Ist ja natürlich der Spawn noch welche.
So 7, 8 sind es hier auf jeden Fall schon. Hier könnte sogar ein Kraftfeld sein. Warum das denn? Geht's jetzt gleich an, wenn ich da reinlaufe oder was? Ich hoffe nicht. Nee, geht nicht an. Bestimmt geht's nachher an. Oh, natürlich fährt das Ding weg. Warum? Geht der Fahrstuhl in diesem Spiel, fährt weg. Und warum programmieren sie es hier in den Instanzen nicht so, dass sie so fahren, dass der Spieler den noch kriegt? So, der Fahrstuhl ist eigentlich mal wieder da. Und schon sind wir unten. So, 1911. Auf jeden Fall fehlt es doch noch einer. Ne, das ist noch ich. Oh, nur noch ein goldener, der bewegt sich sogar. Oh, nee. Scheiße, ich hasse es, wenn sich die goldenen bewegen. Da haben sie auch meistens scheiß Timing. Der läuft gerade weg. Da scheinen keine Gegner mehr zu sein. Das heißt, ich muss zwingend diese hier besiegen. Und ich hoffe mal, dass der Goldene nicht gleich zurückkommt. Oder wird bestimmt gleich umdrehen. Yay, 45. Ich war schon mal mindestens zwei Level-Ups hier auf Belsabis. Ich kann mich auf jeden Fall mindestens an ein weiteres erinnern. Natürlich dreht er um. Das war ja auch klar. Na komm, dann rauf ihn mit Gebrüll. Ich glaube zwar, dass ich theoretisch, wenn ich trickse, den auch umgehen könnte. Aber bevor es schief läuft und wir nachher ewig rumstehen, lasse ich es sein. Ich hasse mich, die ewig schubsen. Das heißt, das kann ich auch. Mir bringt sogar noch was, weil ich dich da anspringen kann. Steht der gerade Fellen? Okay, lol. Komischer Name. Es gibt Fellen und es gibt Fellen. Ersetzt bösartiger Wurf. Okay, da sind wir. Hier ist der Treffpunkt. Mein Sith Lord, ihr seid frei. Wut, Zorn, Rache. Ich habe zu lange stillgesessen. Ich muss mich austoben. Wenn mein Bruder jemand anderen geschickt hätte, würde ich den jetzt zur Übung zerschmettern. Dann tut es doch. Nennt ihr das Dankbarkeit? Verborgen bleiben. Komm, wir verpissen uns. Warum hat Barras so lange gebraucht, um Belsavis zu finden? Er scheint schwächer zu werden. Barras ist inzwischen Mitglied im Rat der Sith und wird mit eurer Hilfe bald zur Stimme des Imperators ernannt. Das könnte euch so passen. Ich habe genug gehört. Verborgen bleiben, nicht wieder weiterhören. Wenn er alles unter Kontrolle hat, dann erklärt mir mal, wieso meine Attentäter alle tot sind. Ich habe meine Kommandos ausgesandt, um sie zu befreien. Was spürt ihr denn? Ich spüre, dass sie tot sind. Jemand hat sie umgebracht, jeden einzelnen von ihnen. Das war ich. Gut zu hören, Herr Borgenlein. Nee, komm, jetzt müssen wir mal raus. Und ich hatte schon befürchtet, ein oder zwei übrig gelassen zu haben. Melikost, ihr seid ein Stümper. Man ist euch gefolgt. Jetzt beweist euren Wert und kümmert euch um den Eindringling, oder ich bringe euch doch noch um. Warum so lange warten? Rettet euch, Malikos. Verschwindet oder sterbt, Bote. Warum ist das hier böse und das nicht? Bringt ihn lieber gleich um. Er ist euch sonst nur im Weg. Es ist besser, wenn wir uns auseinandersetzen, ohne dass er uns ablenkt. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr habt ja so recht. Ja! Au, au, au.
Ich werde eurem Meister, meinem Bruder, der künftigen Stimme des Imperators mitteilen, dass ihr krepiert seid wie ein Hund. Ihr werdet Barras niemals wiedersehen. Ihr seid auch nichts besser als euer Bruder. Bravo! Ihr werdet nicht dazu kommen, ihm das zu sagen. Wer seid ihr eigentlich? Ich bin ich. Er gehört zu mir, Eckert. Norman Carrs jämmerlicher Welpe. Das wird ja immer schöner. Wenn ihr mit diesem Jedi gemeinsame Sache macht, seid ihr ein Dummkopf und ein Verräter. Barras und ihr seid Verräter. Namen sind Schall und Rauch. Die Allianz ist nur vorübergehend. Ich bin der Zorn des Imperators, von seiner Hand losgelassen. Und der Imperator hat euch und euren Bruder als Feinde erkannt. Die Hand des Imperators arbeitet jetzt mit den Jedi zusammen? Kein Wunder, dass mein Bruder sich dem Imperator widersetzt. Ihr habt also meine Attentäter besiegt. Na und? Barras wird zur Stimme des Imperators ernannt. Dann regieren wir gemeinsam das Imperium. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ich habe gerade einen Lord mit einer kleinen Handbewegung vernichtet. Passt gut auf, ich mache es jetzt nochmal. Wir kämpfen gemeinsam, Sith. Tschüss. Okay, der andere ist zwar nur stark, aber egal. Erstmal schön meinen Gefährten von Wirbel setzen. Nein, du heilst doch nicht. Fuck, es war zu spät. Obwohl, gut, auch diese Gegner hat sogar nichts drauf. Weil es kein Grund abzuhauen. Hat meine Macht abgenommen, während ich hier verweilen musste? Gebt zu, dass ich euch überlegen bin. Ihr habt gut gekämpft. Ihr habt keine Gnade verdient, sie töten. Ja. Darüber könnt ihr nachdenken, wenn ihr sterbt. Barras wird mich rächen. Sie war bereits besiegt und am Ende. Ihr hättet sie nicht einfach töten sollen. Wir hätten sie wieder einsperren können. Der Tod ist sicherer. Barmherzigkeit ist nicht als Schwäche. Vielleicht habt ihr recht. Jetzt hat sie keine Chance mehr zu entkommen. Ihr müsst zugeben, das ist die bessere Lösung. Ich sehe die Logik, aber es ist trotzdem nicht recht. Ich hoffe, ihr werdet irgendwann einsehen, dass ihr einen anderen Weg gehen müsst, um euren früheren Meister zu besiegen. Wie geht es jetzt weiter zwischen uns? Gehen wir als Freunde oder Feinde auseinander? Wir sind Feinde. Wir sind Freunde. Wir gehen nicht auseinander, angreifen. Aber eigentlich hat er uns ja geholfen, ne? Aber wir können nichts Gutes nehmen. Das wäre gegen unsere Abmachung. Das wird mein Lichtschwert beantworten. Kommt nur her. Darf egal. Eigentlich finde ich es ein bisschen doof, dass wir jetzt wenn wir da uns ja geholfen. Aber egal. Wenn es das Spiel so will, dann machen wir das. Tschüss. Aber sind die mir alle auf Gesichtfeinde da auch noch durch den Boden? Du hast mir gut gedient. Aber leider musste ich dich jetzt besiegen. Tut mir leid. Wird nicht wieder vorkommen. Okay, abgeben tun wir noch. Gefährtengespräche werden wir dann wohl übel noch verschieben müssen. Hier sieht man schon die nächste Erweiterung. Wo die können wir noch nicht annehmen. Die wollen wir auch gar nicht annehmen. Der Zorn erhebt sich. Darth Eckage wird sich ihrem Bruder nicht anschließen. Ja, indem wir Barras Schwester zum Schweigen gebracht haben, wird unser Feind noch wütender. Aber er hat noch andere Pläne, die scheitern müssen. Das wichtigste Mitglied des Rats der Sith, das sich gegen Barras Versuch, die Stimme des Imperators zu werden, gestellt hat, ist Darth Vovron. Vovron steht im Kampf um Corellia an vorderster Front. Und Barras untergräbt heimlich seine Bemühungen. Er hofft darauf, Vovrons Scheitern oder seinen Tod herbeiführen zu können. Er sabotiert den Krieg? Warum ist Vovron so wichtig? Ihr wollt, dass ich in den Krieg ziehe? Barras ist bereit, das Risiko einzugehen, Corellia zu verlieren? Seine persönlichen Ziele sind ihm wichtiger als der Krieg. Das Pendel schwingt durch Vovrons Gewicht. Vovron ist der Einzige, der die standhaften Ratsmitglieder zusammenhält. Barras Versuche, die Corellia-Kampagne zu schwächen, müssen vereitelt werden. Das Armageddon-Bataillon des Imperiums wurde nach Corellia geschickt. Aber Barras hat es nach Hoth umgeleitet,
wo seine Kampfkraft reine Verschwendung ist. General Greist hat das Kommando. Er muss davon überzeugt werden, Barras Befehl zu missachten und das Armageddon-Bataillon nach Corellia zu bringen. Wird Greist kooperieren? Es wird geschehen. Also zurück nach Hoth. Berichtet mir über den General. Kann man ihn leicht überzeugen? Ich habe einige Zeit mit General Greist zusammengedient. Er ist ein harter Brocken und äußerst störrisch. Widerstand ist inakzeptabel. Das Armageddon-Bataillon muss verlegt werden. Tut, was nötig ist, um dafür zu sorgen. Klasse. Zurück in die Tiefkühltruhe. Hoth ist groß, mein Sith Lord. Es könnte sehr lange dauern, Greist zu finden. Ich habe einen Kontakt. Jemand wird dort etwas wissen. Und wenn schon... Commander Slint ist Barras Handlanger dort. Er wird wissen, wo das Armageddon-Bataillon zu finden ist. Ah, ja. Hervorragende Idee. Barras geht mit seinen Untergebenen natürlich nicht gerade zimperlich um. Wenn Slint nicht bereits beseitigt wurde, ist er eure beste Spur. Wird Zeit für ein Wiedersehen? Ein guter Hinweis. Er kann mir hoffentlich helfen. Dann suchen wir unseren alten Freund mal auf. Okay, Erfahrungsschub und neues Schwert. Lass mich raten, das ist schon wieder gelb. Boah, wie konnte ich das nur nicht wissen? Wie konnte ich das nur raten? So. Warum müssen die Schwerter immer standardmäßig gelb sein? Das ist so dumm. So, das gefällt besser. Reise nach Hoth. Gut, das machen wir dann nächste Folge. Von daher, ja, beenden wir jetzt hier an der Stelle. Euch eine wahre Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao.